Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Europa Universalis 4 hier mit unserem schwedischen Weltreich. Und wir haben hier gerade Krieg gegen England und kämpfen hier gerade. Dabei haben wir eigentlich nicht die beste Flotte, aber da kommt Frankreich uns zur Hilfe. Das ist schon mal ganz gut, oder? Bleibt jetzt bitte nicht da stehen. Ja, sehr gut. 73 Schiffen sollten wir gegen 5 Schiffe auf jeden Fall gewinnen. Das haben wir gemacht, damit wir selber stärker werden. Wir können ja hier sehr schlecht aktuell expandieren. Auch wenn das jetzt hier nicht zu unserem Achievement Win direkt beiträgt, sollte es das indirekt doch tun. Denn wir nehmen mal hier den Anschlussalarm raus, weil das bringt ja nichts. So, ich würde auch gerne diese Provinzen belagern, weil die möchte ich eventuell einnehmen. Denn wir müssen einfach stärker werden. Ein größeres Truppenlimit bekommen, mehr Provinzen, mehr Geld, um es mit so vielen Gegnern aufzunehmen. Und eventuell können wir irgendwann auch mal die Unabhängigkeit von Moskau unterstützen. Die uns eigentlich schon ganz doll lieben sollten, aber tun es leider nicht. Wir haben die Beziehung schon so weit verbessert, wie es geht. Mehr geht einfach nicht. Naja, hier gilt das Gleiche. Ungarn würde ich auch ganz gerne von mir überzeugen, aber auch das läuft nicht so richtig. Ja, jetzt machen wir einfach mal mit so ein paar random Leuten hier. Verbessern wir unsere Beziehung, damit wir nicht so viele Koalitionen bekommen. Vor allem gegen größere Gegner nicht. Ich würde gerne eigentlich als erstes Schottland vollständig belagern. Was ist denn mit Lüttich? Lüttich können wir auch eigentlich gleich aus dem Krieg rausnehmen. Machen wir auch gleich nach dem nächsten Monatstick. So, damit wir einmal noch die Beziehung hier bekommen. Ihr seht, jetzt steigt das beim Monat wieder an. Das heißt, jetzt können wir... Die Toskana ist eigentlich unwichtig, oder? Dauert jetzt ein paar Tage, bis wir wieder da sind, blöderweise. Aber naja. So, hier sind wieder die Schiffe. Wo? Warum? 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 Wo ist meine... Da. Ja, ziemlich viel. Warum und wo? Ich war ein bisschen verwirrt, warum da nur ein Schiff steht. Aber das liegt daran, weil die ja noch nicht zu meiner Flotte gehörten. Norfolk wird jetzt auch schon uns das durch Frankreich besetzen, ne? Ja, das war zu erwarten. Ich werde aber Frankreich keinen Landgewinn geben. Aber aufpassen, dass ich nicht direkt die Provinzen nehme, die Frankreich haben will. So, die Western Islands sind auch besetzt. Rüstungsstufe 2. Was heißt denn 2? Heißt, glaube ich, 6, ne? Ich glaube, wir brauchen da 6. Das haben wir nicht. Wir haben hier nur 4. Dann bleiben wir da erstmal stehen und warten, bis die in Lothien fertig geworden sind. Sehr schön, danke, dass ihr eure Schiffe da wegbewegt. Bin ich jetzt ernsthaft nach Lincoln? Das ist vielleicht nicht das Schlauste. Egal. So, ihr könnt jetzt auch mal langsam nach Holland hinterherkommen. So, jetzt habe ich immer noch nicht Lüttich hier den Frieden angeboten. Das erzwingen können wir nicht. Kostet uns das was? Ja, das kostet uns was. Das ist dann blöd. Über das, das kostet uns nichts und bringt uns Prestige. So, mehr kann ich nicht machen. Geld habe ich. Ja, und Landgewinn will ich da definitiv nicht. Zack. So, Mecklenburg ist jetzt hier in Köln gestrandet. So, Lincoln ist eingenommen. Dann gibt es Derby, Yorkshire. Oder Yorkshire. So, immer wieder unsere Diplomaten beschäftigen. Ach, dieser Krieg läuft doch mal endlich wieder nach meinem Geschmack. Vor allen Dingen endlich mal wieder ein Krieg. Das hat ja jetzt lange gedauert. Es tut mir sehr leid, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Die ganze Zeit. Und ich glaube, dass das jetzt hier die richtige Entscheidung war. Denn das sollte uns definitiv eine mächtige Position einbringen. Schottland basalieren werde ich nicht können. Ne? Nein, nein, das ist viel zu groß. Ja, ja, 245. Und Tyrone entlassen. Ja, das bringt auch nichts. Nee, nee, ich werde mir hier die Provinzen nehmen, die... hier oben. Das sollte insgesamt sich machen lassen. Die Koalition. Aber es ist okay. Vielleicht
nämlich hier oben auch noch was. Sind die schottisch? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, Kultur schottisch und hier ist Englisch. Das heißt, es wird denen nicht so gefallen, wenn ich das nehme. Naja, Derby wird besetzt. Unterdrückung der Heretiker. Die harsche Unterdrückung der Heretiker in unserem Land hat nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Statt Wiederherstellung der Ordnung und nationaler Einigung unter einem Glauben haben unsere Handlungen das Volk nun noch mehr verärgert und zu intensiveren Aggressionen und Brutalität geführt. Müssen wir ganz viel Geld verlieren. Ganz gut. So, du kannst mal March besetzen und du versuchst mal Northumberland zu besetzen, aber ich fürchte, dafür haben wir nicht genug, ne? Doch, Festungsstufe 2 reichen 8000. Stimmt, 6000 brauchen wir auch noch. So. Hier können wir auch endlich mal. Na, wir müssen eh zweimal fahren, sozusagen. Wenn ich das mache, dann bestimmt auch Schottland. Nee, Schottland findet das gar nicht so schlimm, wenn ich das mache. Ich weiß halt nicht, ob ich Schottland doch nochmal als Verbündeten haben will, aber eigentlich bringen die mir nichts mehr. Die Kriegen, die ich demnächst führen will. Und schicken wir die jetzt mal weg. Wir heilen wir uns gerade. Da ist aber ein Angriff. Ah, Frankreich hilft gegen den Angriff. Sehr gut. Ich würde mich nämlich hier wirklich ganz gerne aktuell mal heilen. Und die können nochmal nach Oxfordshire gehen. Ha, ein sehr schöner Krieg. Ich habe gar keine Kriegssteuer erhoben, fällt mir gerade ein. Na, jetzt ist auch nicht mehr so wild, oder? Sieht es mit unserer religiösen Einheit aus? 80%. Das wird sich wahrscheinlich wieder ändern, wenn wir Provinzen von hier oben nehmen. Wobei ich ja Northumberland entlassen will. Auch wenn wir dann eine Beziehung zu viel haben. Heißt, eigentlich ist die Stunde von Mecklenburg bald gekommen, ne? Mecklenburg bringt mir nicht mehr viel. Ich werde Mecklenburg annektieren. Man kann übrigens nicht annektieren, wenn man in einem Krieg ist. Das heißt, ich könnte damit jetzt noch nicht anfangen. Aber naja. So. Soll ich doch hier rüberrennen, oder nicht? War schon wieder ein Schiff im Weg? Wahrscheinlich. Oder ich habe es einfach nicht geklickt. Auch das passiert des Öfteren mal. So. Oxfordshire sollte jeden Moment gefallen sein. Engländer versuchen sich hier noch so ein bisschen rumzuwiesen. Hier unten kommt es übrigens zu einer riesen Seeschlacht, die vermutlich von England gewonnen wird. Es sei denn, wir setzen uns mal in Bewegung und versuchen da mitzuhelfen. So, das vertreibt sie auch dann tatsächlich. Ulster wird auch besetzt. Jetzt sollten wir gleich Schottland aus dem Krieg eigentlich rausbekommen. Ich wundere, dass sie noch so eine große Begeisterung haben, aber wahrscheinlich einfach, weil Lothian noch nicht gefallen ist, ihre Hauptstadt. Während London schon sehr stark unter Druck ist. Nee, nein, 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 nein. Und wird sie ernsthaft nirgendwo mal durch? Das ist ja unschön. Naja, dann jagen wir erstmal den Einheiten hier hinterher. Was habt ihr denn für Interessengebiete? Müssten wir das nicht hier eigentlich sehen? Nee, Meinung ist eigentlich falsch. Politisch. Herrschende Dynastien ist auch mal ganz interessant. Hat irgendwer noch die Dynastie von Lille? Nö. Oh, die Valois ist aber groß. Und Habsburger sind erstaunlich schwach. Stuart und Lancaster, das ist ja auch typisch. So, das hilft uns allerdings gar nicht. Regierungsform ist auch witzig. Überall Feudalmonarchie, hier eine Wahlmonarchie. Was haben wir hier? Despotische Monarchie. So, aber darum geht es mir gar nicht. Ich wollte eigentlich schauen, was für Interessen ihr habt. Geografisch ist das aber eigentlich nicht, oder? Nee. Also die Diplomatiekarte, aber das zeigt halt nicht, welche Interessengebiete die haben. Aber wir können ja mal schauen. Meinungskarte, zack. Sie wünschen sich Picardie. Nee, das ist die englische Meinung von Frankreich. Französische Meinung von England. Cornwall, Wessex und Kent. Aber die drei hier unten. Okay, die darf ich dann auf gar keinen Fall jetzt erstmal nehmen.
So. Jetzt wird der Unruhe aus 3,7, 2,9. Oh, hier ist sogar dann schon ganz schön angestiegen. 1,8. Ist das nicht langsam mal fertig konvertiert? Das ist gar nicht mehr konvertiert, oder? Das ist protestantisch. Hier aber noch nicht. Komm, wir gehen mal hier einmal auf Nummer sicher. Jetzt ein bisschen die Autonomie hoch. Das ist mir nämlich da ein bisschen zu stark. Ich möchte jetzt nicht, dass das hier ausbricht. Die Revolte. Dafür können wir noch ein bisschen Geld verzichten. Wir haben so viele Anführer. Okay, wir haben aber nur eins zu viel. Das ist in Ordnung. Da wir gerade im Krieg sind, können wir uns das leisten. Generell können wir uns das natürlich nicht erlauben, wenn wir also aus dem Krieg rauskommen, müssen wir da was ändern. So. Da darf ich noch nicht hin. Irgendwo darf ich hin. Ziehen wir uns mal hier gerade dorthin zurück, dann werden wir die Schiffe wahrscheinlich damit rauslocken. Aber egal, ich würde die gerne mal einmal reparieren lassen. Und ja, jetzt sind die Schiffe... Ne, wir sehen sie einfach noch nicht mehr. So, aber jetzt sollten noch hier mal langsam ein paar Städte fallen oder einfach nicht. Ich kann nirgendwo hin. Ich stelle mal die Geschwindigkeit ein bisschen hoch. Das sieht ja aktuell nicht so viel. Mal schauen, dass wir hier Bewegung sehen. Werden wir irgendwo angegriffen? Nein. Wellen gibt es auch nicht. Hier, March sollte gleich fallen. So, jetzt. Sehr gut. Dann schieben wir hier mal mit allen ein. 7. Oktober, 9. Oktober ist okay. Zack. Okay, wir haben Berater verloren und Lothian ist gefallen. Das sollte für Schottland doch eigentlich ein Schlag ins Gesicht sein. Das ist aber gar nicht. Wachsende Anzahl an Heretikern. Trotz rigoroser Versuche, die Häresie auszulöschen, hängt die Bevölkerung einiger Provinzen noch stark an ihrem Glauben und widersetzt sich der Konvertierung. Schon wieder Geld verlieren, aber ich kann mir jetzt natürlich keine Rebellen erlauben hier. Aber wo rennen die denn ganz hin? Achso, ihr habt ja auch noch Gebiete da. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Aber ist natürlich wahr. Fahren wir doch mal dahin. Mit unseren Schiffen. Lancashire ist besetzt. Zack. Bra. So, wir haben wieder was konvertiert. Das ist immer schön. Friedensangebot aus England. Och nö, ich würde eigentlich gerne erst mit Schottland verhandeln. Könnten das sogar verlangen von ihnen. Ja, mehr will ich auch gar nicht von denen. Aber also das würde natürlich heißen, dass wir auf jeden Fall unser Bündnis mit Norwegen, mit Schweden los sind. Wir haben da ja noch eine Staatsehe, die werde ich wahrscheinlich auch auflösen. Wobei das gibt uns dann böse Mali. Müssen wir überlegen, ob wir das machen wollen. Ne, das machen wir. Ja, wobei das wäre gar nicht so uninteressant. Kriegen wir das hin? Ne, das kriegen wir nicht hin. So, 176 zu Koren. Wir stehen natürlich jetzt hier noch ziemlich stark drin. Das gefällt mir nicht, weil dann würden wir exiliert werden. Gehen wir mit denen hier mal raus und warten, bis Alster gefallen ist. Ziehen dann unsere Einheiten hier hin. Die ziehen wir auch nochmal eben hier hin. Das ist, glaube ich, doch besser. Nicht zu überstürzen, diese Friedensverhandlungen. Sieht sowieso so aus, als würden wir gleich Frieden schließen können, generell. So. Und zwar jetzt eigentlich. Denn beide sind völlig am Ende. Ich könnte sogar noch was verlangen. Ah,
Shire. Ja, komm, das machen wir, oder? Schottland würde einer Koalition beitreten, aber macht ja nichts. Machen wir. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Wir brauchen noch 15 Tage, um Verhandlungen durchführen zu dürfen. Beziehungsweise bis wir einen Diplomaten frei haben. So, die drei will ich auf jeden Fall. Ist die Frage, will ich noch mehr? Ich glaube, ich bin einfach dafür, dass ihr noch was entlasst, damit wir vielleicht sogar auf der Insel noch ein paar Kriege führen können. Warum wollt ihr das nicht? Achso, ohne Besetzung von Festungen, naja. Ist klar, Wales. Cornwall. Das sind alles diese irischen Geschichten. Connacht. Nein, das bringt auch nichts. Northumberland will ich natürlich selber freilassen. Oh, das gibt große Koalitionen. Das ist eine ein bisschen bessere Koalition. Norwegen ist leider drin, aber es sind viele auch nur so gerade drin. Das wäre akzeptabel. Hier könnte natürlich Frankreich einmal stehen, gerade in Cornwall. Deshalb würde ich Cornwall doch eigentlich gar nicht so unbedingt haben. Weil sonst nimmt uns Cornwall das noch weg. Kernprovinz zurückgehen. Calais an Flandern. Ja, warum nicht? Bei doch eigentlich... Das ist nicht so das, was ich will. Lieber Kriegsreparation und ein bisschen Geld. Ja. Gut. Ich denke, das sind akzeptable Friedensbedingungen, oder? Wir kriegen halt wirklich ein paar Koalitionen, aber sei es drum. So. Nächster Punkt. Wir haben die maximale Anzahl an Dingens erreicht, an Monarchenpunkten. Das heißt, es wäre eigentlich ganz gut, wenn ich was scoren würde. Weil jetzt habe ich vergessen, die mitzunehmen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Egal. So, das gehört aber jetzt auch zu uns. Und das Ganze wollen wir jetzt schnell mal ändern. Wir wollen... Was haben wir ausgelöst? Kriegsgrund gegen England, kann nur das Konflikt. Okay. So, unser Land untertan erstellen. Northumberland. Zack. So. Und dann wollen wir, dass ihr Provinzen bekommt, und zwar Lothian. Und dass ihr eine Provinz bekommt, Ayrshire. Northumberland. Sehr schön. So, dann dürft ihr das jetzt schön koren. Und dann vielleicht ein paar Ansprüche demnächst mal erstellen. Wir haben trotzdem die maximale Monarchenpunktanzahl. Das heißt, wir nehmen jetzt gerade mal eben schnell den Tech. Moderne Theokratie. Die Entwicklung der Gesellschaftsstruktur ist nicht ausschließlich der Aristokratie vorbehalten. Auch der Klerus muss seine internen Führungsstrukturen verbessern. Hierdurch wird die Entwicklung einer modernen Denkweise in unser Land gefördert. So, sehr schön. Die kommen alle hier hin. Hier müssen wir natürlich gleich alle unsere Einheiten wieder rotieren. In Northumberland werden wir wahrscheinlich nicht mal mehr exiliert sein. Ist aber auch vielleicht gar nicht schlecht. Machen wir zu euch. Ihr habt wahrscheinlich ziemliche Unruhe. Wir können nichts koren. Wir haben guten Saldo. Unser Berater war gestorben. Haben wir Inflation? Ja. Nehmen wir doch den mal. Wobei Missionarsstärke mir eigentlich lieber ist. Denn wir müssen ja noch die religiöse Einheit erlangen. Vielleicht schaffen wir das ja endlich mal. So, dann würde ich gerne dich feuern. Du bist nämlich nicht so besonders stark. Fernkampf, Nahkampf. Nehme ich lieber den mit zwei Nahkampf. Zumal der ja eine Flotte hat. Ja. So. Eine Flotte würde ich gerne mit dem haben. Ja, sehr schön. Was wir dann in... Ach komm, das können wir jetzt auch noch eben anfangen. Ja, die Folge geht dann noch keine 20 Minuten gleich erst.
ziemlich genau jetzt. Konflikte und Proteste über Steuern, Firmen, Hafenzölle sowie Handelsabgaben häufen sich und könnten sich sehr negativ auswirken. Handelsinvestitionen reduzieren, verliert 50 diplomatische Macht und Bürger verlieren was oder Merkantilismus. Nö, das finde ich nicht so geil. Bürger. Ja. So, England hat Schweden als ihren neuen Rivalen bestimmt. Warum überrascht mich das nicht? So. Die mögen uns also nicht. Traurig, traurig. Wir machen mal eben Mecklenburg hier. Mecklenburg ist nicht bei 190. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das dann in der nächsten Folge, oder? Wir können eine neue Ideengruppe auswählen. Ich glaube, da kümmern wir uns auch beim nächsten Mal drum. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier erstmal die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich schaue auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken, hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.